gleich abgefragt, wie du aussehen wirst und so. Ja. Steht nur schon auf dem Fernseher. Sei gegrüßt, Tini. Ich glaube nicht, dass wir schon einmal das Vergnügen hatten, ein Quiz doch, miteinander zu spielen. Der Tini ist gemein. Tini, nicht du. Ach so. Wie ich sie ansprechen soll. Ich bin ein bisschen schwerhörig. Ich glaube, dass du schwerhörig bist. Alter, rede mal. Ja, ja. Verstanden. Ich habe meine Datenbanken rekalibriert. Schon wieder. Tini, ich war nur mal kurz im Discord drin. Anpassen. Alles gut, warte. So besser? Wie? Ja, ist besser. Hat sie meinen Namen richtig ausgesprochen? Wie hat sie den Namen ausgesprochen? Ja, Tini. Also mal Tini. Ja. Ja. Super. Jetzt habe ich das Gefühl, als würden wir uns richtig gut kennen. Mhm. Den Namen ein Gesicht zuordnen zu können. Geta. Macht einen Hashtag Selfie. Alternativ könnt ihr auch eins auswählen. Was, habt ihr wirklich ein Foto genommen oder eins von diesen anderen Tagen? Nein, ja, Foto geht nicht, warum auch immer. Der Einzige, der unbedingt ein Foto und ein Selfie machen wollte, nee, wollte ich auch, das ging bei mir nicht. Ich wollte das auch machen. So ein Foto von meinem Popo. Key der Gott. Hashtag kein Filter. Ich habe eine Frage, die leicht für euch sein dürfte. Sag mir, in welchem Jahr... Ich will die alle nicht hören. Das brauchst du eigentlich gar nicht hören. Das Einzige ist nur, ein Bildschirm musst du mitlesen. Das ist das Einzige. Das dauert, ich muss doch mal einen kurz einstellen. Ein ausgezeichnetes Jahrzehnt, hauptsächlich weil Kritzler 88 da geboren wurde. Du Schleimerin, alle anderen mobbst du immer. Wenn ich einige von euch sehe, es ist schon viel zu lang. Erstmal übersprungen, genau, sabbel nicht so viel. Kritzel 88. Ja, Kritzel. Kritzel. Kritzel mal los. Oder weil er da geboren wurde. Weißt du, ich musste mein Alter eingeben und auf einmal Kritzel 88 wurde da geboren. Ich darf aber sagen, ich kann eine Runde auswählen, Jetta. Ah. Mitgedacht. Was kommt denn jetzt? Oh nö. Ich kann davon gar nichts. Will bitte was vernünftiges aus. Geschichte ist gut, Geschichte ist gut. Nee, oh, Geschichte ist scheiße. Ja, halt den Sappel. Hardrock 1990. Ja. Ivan Korsch, nur in Air Force One. Ja. Ich hab geraten, ich weiß es nicht. Okay, man ist doch falsch. Er spielt in Trulies wahre Lügen als Harry Trasker mit. Trulies. Ich weiß es nicht. Einfach irgendwas tippen. I'll be back. Keine Tipps! Warst du dir unsicher, Tini? Oder wolltest du nur durch eine Kunstpause die Spannung steigern? Nee, ich war mir unsicher. Ich war nämlich falsch. Wenn jemand Arnold Schwarzenegger sagen würde, dann ganz bestimmt Jetta. In Lüth wird mit Vincent Hanna durch welchen Schauspieler gespielt? Vincent Hanna? Weiß ich doch nicht, kenne ich doch alle nicht. Leuten, in Lüth? Ja. Gut geraten, würde ich sagen. Ich hab was richtig. Wirklich, Misa. Hashtag genervt. Eine der folgenden Hashtag genervt. Nicht zum Film Matrix im Genre Actionfilm, aber wer ist es? Also, ich darf denn wissen. Ich hab Matrix nie gesehen. Street Fighter. War ein Guy. Ich hab den gesehen, aber weißt du, wann ich den vor Ewigkeiten gesehen hab? Nächstes Mal alle richtig antworten. Das erleichtert die Punktestandberechnung. Welche Figur gehört nicht in den Film Street Fighter, die entscheidende Schlacht im Genre Actionfilm? Obwohl. Ich weiß es nicht. Hoffen wir, dass Snake du recht hast. Du hast dich bisher in dieser Runde noch nicht geirrt. Oh, alles klar. Begrüßen wir unseren neuen Spielleiter, Otti. Wer spielt Jutgedritt in Jutgedritt? Jutgedritt in Jutgedritt. Wer spielt Jutgedritt in Jutgedritt?
hab noch nie davon gehört, ehrlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es der eine ist. Es ist der, und da habe ich noch nie gehört. Ich muss wohl etwas anspruchsvollere Fragen für dich finden. Im Jahr 1998 war der Regisseur vom Film Rush Hour im Genre Actionfilm. Wie heißen die ja nochmal? I believe I can fly. Richtig, und das ist auch falsch. Welche Figur gehört nicht in den Film Street Fighter, die entscheidende Schlacht im Genre Actionfilm? Auf jeden Fall. Ja, da hat er auch John Carter. Das hat... Das versetzt sich doch John Carter auch nicht. Das hatte da jeder richtig. Ich finde das unheimlich zufriedenstellend. Unheimlich zufriedenstellend, ja, das ist schön. Jetzt ist die erste Runde vorbei und damit ist es Zeit für die Punktestände. Voller Krise. Voller Krise. Misa, ich glaube, wir sind auf einem Punktestand. Ich hab zwei Striche. Voller Krise. Ja. Hey, wir sind nicht so schlimm. Das älteste Gehirn ist derzeit in Führung. Sie mobbt schon wieder. Sie mobbt. Ja, Jim und Bibi sind auf Platz 1. Ja. Leider ist die erste Runde damit vorbei, aber ihr werdet euch. Aber wir werden uns was. Ich mag die alte Runde spricht. Aber ihr werdet euch was. Noch Schätzraten, nein! Bei Schätzraten müsst ihr nicht die richtige Antwort kennen. Ich nehme mal an, Tini ist jetzt dran. Ihr müsst nur so gut schätzen, wie ihr könnt. Was werdet ihr wählen? Deine Mutter. Tini, du warst noch nicht an der Reihe, deshalb kannst du diesmal auswählen. Yay! Geschichte ist nicht mehr drin! Nur noch einfach das, was dir am besten gefällt. Mir gefällt gar nichts. Ich warte auf. In welchem Jahr wurde der Familienanimationsfilm Das große Krabbeln veröffentlicht? Ach du, ich wusste das mal. Ihr könnt jede Zahl zwischen diesen Werten wählen, indem ihr den Schieber bewegt. Ich glaub so. Ah, komm. Ich glaub so. Warte mal, ich genommen doch jetzt. Oh, 98, ja, wie ist es? 2000 von Lisa war die beste von euren Versuchen. Ich dachte, wäre später. Die Familienanimationsfilm Aristocats wurde in welchem Jahr veröffentlicht? Aristocats, oh, Packe. Boah. Das war relativ früh, ne? Der Mädchen ist mal gespannt. Oh, 1970. Und sie hat die Führung an Jetta abgegeben. Ich frage mich, warum. 1971 habe ich gesehen. Die Familienanimationsfilm bei Kondi wurde in welchem Jahr veröffentlicht? Oh Gott. Was werdet ihr raten? Oh. Ich weiß, dass er ultra alt ist, aber ich glaube, der war sogar noch früher. War das Wissen oder pures Glück? Jedenfalls gut gemacht. Na, Wissen! Ich wusste, dass das... In welchem Jahr wurde der Familienanimationsfilm Ant veröffentlicht? Ich kenne den nicht. Oh, wie war denn der noch? Ich kenne den nicht. Ich muss baden. Das ist knappe Kiste, würde ich sagen. Oh, toll. Sehr gut geraten, Otti. In welchem Jahr wurde der Familienanimationsfilm Pinocchio veröffentlicht? Alter. Ach, also der Disney, ne? Ah, besonders für die scheiß Fragen. Ich glaube, das ist sogar zu spät gewesen. Völlig aus der Reihe. Gut. Finden wir heraus, ob irgendwelche der Antworten ins Schwarze treffen. Nö. 1948. Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine, hi. Fragt der andere erschrocken, wo? Wo? In welchem Jahr wurde der Familienanimationsfilm Minions veröffentlicht? Was werdet ihr schätzraten? Ich
nicht sicher. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich hab den zu früh genommen, das war der andere. Nicht einfach unverbesserlich. Ja. Ich hab auch gerade mich. Ich greif mir auch gerade im Arsch. Zeit, die korrekte Antwort zu enthüllen. Ach nö. 2015. Ja, ich hab 2012 genommen. Sehen wir uns die Punktestände an. Ja, nun mach doch auch. Keine Sorge, Tini, ich bin sicher. Ich habe. Du hast was? Da die Punkte gezogen. Otti überspringt. Ja. Farbe finden. Yay. Und Chrisse darf aussuchen. Ihr werdet zwei Datensätze sehen. Ihr müsst sie korrekt zuordnen, um alle Punkte zu erlangen. Wie gut seid ihr bei Bare finden? Bei Bare finden? Hä? Die Auswahl des Themas okay. Für diese nächste Runde ist eine Aufgabe, die nur unserem Distinkt. Ordnet den fiktiven Charakter dem Film zu, in dem er zu sehen war. Ordnet die korrekten Bare zu, indem ihr sie zusammenzieht. Wieso? Hab ich das richtig gemacht? Also, genau, so soll das doch geschoben werden, oder? Na, okay. Etta, deine Position wird angegriffen. Du solltest versuchen, Otti bei der nächsten Frage abzulenken. Das musst du ja wissen. Ordne den Schauspieler den Film zu, in dem er gespielt hat. Auch die richtigen Antworten einander zu. Und lenkt mich ab. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die einen habe ich. Ja! Richtig! Ordne die Figuren ihren Filmen zu. Was gehört wohin? Zeit, sich zu entscheiden. Oh. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also auf eins ist es alles pures Raten. Wechsel die doch. Du hast genauso gehört. Mann. Ja! Alle richtig. Alle richtig. Alle richtig. Ordne den Schauspieler dem Film zu, in dem er gespielt hat. Gut. Findet Keine Ahnung. Auf damit. Da war nicht das Carry und Travolta mit. Wenn du ein Pfeifen hörst, Tini, dann war das deine Chance auf eine perfekte Runde, die gerade abgedampft ist. Ordne den fiktiven Charakter dem Film zu, in dem er zu sehen war, findet die korrekten Bare. Ich glaube, so war das. Bin mir nicht sicher. Ich kenne die doch nicht mehr. Na, super, schon wieder auch falsch. Ist sonst noch jemand komplett überrascht, falsch, dass Otti sich so gut mit Film auskennt? Nein. Ist keiner überrascht. Da ist absolut gar keiner überrascht. Charakter dem Film zu, in dem er zu sehen war. Okay, ordnet sie jetzt zu. Na toll, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Rate einfach, ich hab keine Ahnung. Ich rate auch. Kennen die alle nicht. Und es ist. Ich hoffe. Nichts richtig! Ja, richtig! Dein derzeitiges Spiel bereitet mir Sorgen und ich bekomme Hunger auf Spiegeleier. Aber jetzt hab ich auch Hunger auf Spiegeleier. Seid ihr bereit für eure Rangliste? Bitteschön. Nee. Ich hab verloren.
Ich kann das alles sagen. Ich habe einen meinen gelöschten Datei. Okay. Wollt ihr am Tag? Oh, nein, bitte nicht! Oh, ich hab dir gesagt, du sollst es rausnehmen. Nein, du wolltest nicht. Ein Thema aus, über das du eine Minute lang sprichst. Deine Mitspieler haben alle geheime Hinweise zu deinem Thema auf ihren Geräten. Versuche, so viele wie möglich davon zu erraten. Mhm. Das ist richtig scheiße. Fangen wir mal mit dir an, Misa. Worüber wird Misa uns erzählen wollen? Über 300, ja! Über Pet Shop Boys, was? Oh mein Gott! Das ist ja eine verfluchte. Ja, und die sind auch noch richtig scheiße. Mhm. Könntest du bitte weitermachen? Das ist das Einzige, was ich kenne! Misa, bist du bereit? Es ist Zeit, über dein gewähltes Thema zu sprechen. Jetzt. Ja, also, ne, da ist so ein scheiß Prinz und der Prinz, der wird verwandelt durch eine. durch eine Hexe in ein schreckliches Biest. Und dann kommt so eine gewisse Belle und versucht sein Herz zu erobern und das muss er schaffen, bevor die Blume die letzte Blüte verliert. Ja, und das ist eigentlich schon relativ die Geschichte. Wer hat noch nicht getippt? Ne, du musst weiter erzählen. Weiter und weiter. Ja, was soll ich denn sagen? Das ist schon die ganze Geschichte. Ja, super. Sie schafft es. Sie küsst ihn. Er stirbt, beziehungsweise stirbt, dann küsst sie ihn. Dann ist er wieder lebendig. Die heiraten. Vom Ende der Geschichte. Was soll ich denn sagen noch? Wie die hießen? Ja, Bell und das Biest. Ja. Wie für Telegramme, Schallplatten und Bedwing-Pullover ist jetzt auch für dich die Zeit. Was hat Misa bekommen? Mal sehen. Viele Kandidaten vergessen Erzähler. Alle Achtung, dass du den Hinweis gefunden hast. Schön. Aber was hat Misa nicht gesagt? Schauen wir mal. Keine Sorge, Misa. Ich hatte nicht erwartet, dass du alles richtig hast. Frufru. Ja. Ja, witzig. Wer hat dein Film nicht angekreuzt? Da war doch, du hast doch Film gesagt. Du bist dran. Oh, jetzt bist du dran, Maus. Timo, worüber willst du sprechen? Was wählst du aus? Looper. Ich weiß. Der Countdown für das Thema Heroes beginnt. 5, also, 4, okay. 26, 2, 1, los. Okay, Heroes ist eine Serie. Es handelt sich von Superhelden, wie der Name so sagt. Da kommt Claire, hieß sie, glaube ich, drin vor. Die ist eine, die stirbt mal immer wieder und macht wieder, also sie ist unsterblich sozusagen. Und da gibt es noch einen Skylar. Und der holt sich die Superkräfte von allen. Und dann gibt's noch fliegende Kräfte. Und ich weiß nicht, was die da alles wollen, Mensch. Ja, erzähl einfach alles. Dann ist das so, dass es geht halt um die ganze Welt. Und ganz besonders, wie heißt die Stadt denn jetzt? Auch keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's ein Video, da fällt sie vom Turm runter und genau, das wollen sie wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß nicht weiter. Ja. Und es, ja. Das ist das Ende deines Spielzugs, Tini. Ich hatte nur einen Namen. Glaub mir, okay, das ist für uns alle eine Erleichterung. Masquinto. Ich glaube, deine Schaltkreise für das Finden von Hinweisen sind möglicherweise etwas rostig. Ich sehe das, was da drin aber ist. Ich hatte ja die Hoffnung, dass du einen Namen zeigst, nur Hoffnung, dass du Hoffnung hast. Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe Claire genommen, der hat ja Geiler. Hier kommen die verpassten Hinweise. Bereitet euch auf eine Textwand vor. Ja, komm. Hast du alles mitbekommen, Tini? Ja, Quinto, wusste ich nicht mehr. Das ist in also die vier waren meine. Aber Quinto ist jetzt eigentlich in der...